Im Kino Guckuck in Amstetten spielt am 10. Dezember der Spielfilm Britt-Marie war hier. In dem schwedischen Streifen geht es um Probleme mit dem Älterwerden und Alleine sein. Start ist um 19.30 Uhr. Kent kümmert sich um die Geschäfte, ich mich ums Haus. Das hat die letzten 40 Jahre hervorragend geklappt. Bis zu dem Tag, an dem seine Affäre vor mir stand. Camilla. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann ist es vielleicht besser, du hältst den Mund. Ich bin für die Jugendarbeit zuständig. Im Ernst? Das hier ist die neue Jugendbetreuerin. Im Ernst? Schieß endlich! Ich wollte Sie in Borje willkommen heißen. Ein Glas Marmelade. Hab sie selbst gemacht. Sie wissen, dass das Jugendzentrum bald zumacht? Die wollen doch für das Turnier trainieren. Die Kinder brauchen nicht noch mehr Niederlagen. Wer sagt denn überhaupt, dass sie verlieren? Wer sagt denn, dass Wasser nass ist? Hallo, Schatz. Denk noch mal drüber nach. Bring das hier zu Ende. Und dann kommst du nach Hause. Ich bin eine alte Schachtel und habe einen Haufen Kinder, die nicht das geringste Vertrauen in mich setzen und verstehen nicht die Bohne von Fußball. Also ja, ich trinke Alkohol und ich finde, dass ich mir das verdient habe. Sie sollten wissen, alles lässt sich drehen. Du mich noch auf einen Kaffee ein? Möchtest du denn noch einen? Nein. Man sollte keinen Kaffee trinken vor dem Schlafengehen. Ich habe auch nicht deshalb gefragt. In der Mostviertelhalle in Haag steigt am 14. Dezember das Best-of Austropop-Fest des Jahres. DJ Eis spielt alle Austropop-Hits, die es gibt, ab 19 Uhr. Karten gibt es in den Raiffeisenbanken Aschbach und Haag. Ja, und wer nicht genug von Krampussen und Pärchen bekommen kann, hat noch lange die Gelegenheit dazu. Am 14. Dezember ab 18 Uhr toben in Blindenmarkt die Ausseefürsten durch den Ort. Ab 16 Uhr sind die Punschstandeln geöffnet. Ja, das waren unsere kulturellen Tipps für die kommende Zeit. Wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Ich freue mich. Ciao.